Hallo ihr Lieben. So, das versprochene zweite Video zu Age Perfect. Heute keine Foundation, sondern eine getönte Tagescreme. Eine getönte Tagescreme mit Glowy-Effekt. Gibt es in zwei verschiedenen Farbnuancen, hell bis mittel und mittel bis dunkel. Diese Creme ist nicht nur für das Gesicht gedacht, auch für den Hals, für das Dekolleté, für die Hände. Ist eine getönte Tagescreme. Sie deckt jetzt nicht 100% ab, das ist völlig klar. Das wissen wir bei einer getönten Tagescreme. Ist für Frauen geeignet, die nicht jeden Tag eine Foundation auftragen möchten. Es wird, wie gesagt, nicht alles abgedeckt. Rötungen müsst ihr entweder durchschimmern lassen oder, was nicht so vorteilhaft ist, mit ein bisschen Concealer so nachschummeln. Ich trage die jetzt mal auf, also klar, gepflegt, gut versorgt mit Feuchtigkeit, obwohl dieses Produkt feuchtigkeitsspendend ist, mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Shea Butter, verspricht eben 24 Stunden lang einen strahlenden, frischen, straffen Ton. Ich gebe die jetzt mal mit den Fingern auf, ist in so einem Tübchen und zeige euch das mal. Die sieht leicht, ja, so Roségold aus, ne? Immer sparsam beginnen. Also erstmal habe ich das Gefühl gehabt, wow, ich sehe aus wie so ein Apache. Das seht ihr, ja? Also ich habe das schon getestet. Über 3 Tage. Hat einen angenehmen Geruch. Na, jetzt geht's. Also anfangs, habt ihr gesehen, sah es sehr rötlich aus. Rötlich-golden. Müsst ihr wirklich gut verteilen. Es geht, glaube ich, am besten mit den Fingern. Weil durch die Wärme eurer Finger verschmilzt das Produkt einfach besser mit der Haut. Es ist wirklich feuchtigkeitsspendend. Es ist, ich weiß nicht was, also das ist eine ganz tolle Linie, dieses Age Perfect für uns. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt jetzt noch einen angefeuchteten Beauty Blender nehmen. Ich feuchte mit dem mal an, jetzt nicht mit Wasser, sondern ich nehme mal ganz gerne Rosenspray und verteile das noch so ein bisschen hier. Arbeitet es ein bisschen in die Haut ein. Das ist übrigens das Schöne an diesen Age Perfect Produkten, dass sie nicht auf der Haut maskenhaft liegen, sondern dass sie wirklich mit, also die verschmelzen. Das ist so ein zweites Hautgefühl. Also kein deckendes Make-up, eine getönte Tagescreme, die uns so eine, ich würde sagen, so eine Jugendlichkeit gibt, weil die eigene Haut, die schimmert so ein bisschen durch, auch diese kleinen Unebenheiten, wir müssen ja nicht immer so maskenhaft aussehen, aber es ist eine leichte Bräune, die aufs Gesicht gezaubert wird, weil diese getönte Tagescreme ja schon so ein bisschen glänzt, das seht ihr wahrscheinlich auch in der Kamera, ne? Ich sehe das auf dem Display hier, ja, das sieht so ein bisschen glowy aus. Und nun kommt noch der Concealer. Ich habe den hellsten genommen. Ich gebe, glaube ich, 3 oder 4. Das ist der hellste. Und der verspricht auch, sich nicht abzusetzen. Und ich habe es probiert. Ich habe es an einem Tag ausprobiert, wo ich wirklich Stress hatte. Einkaufen, kochen, Besuch bekommen. Also der Dampf vom Kochen, also alles. Also, ich habe gedacht, na, mein Gott, wie du jetzt aussiehst. Und abends, siehe da, bevor die Gäste kamen, habe ich im Spiegel geschaut und es war nichts. Es war kein bröseliges Absetzen, es sah aus wie am Morgen, als ich es aufgegeben habe. Kommt mit einem Applikator daher, der so ein bisschen flach ist. Der ist jetzt nicht abgerundet, der ist flach. Und den gebe ich jetzt mal hier so auf. Erstmal das eine Auge. Jetzt kann man die Finger nehmen. Immer auch schön in den Winkel gehen, das aufhellen. So. Ihr seht, wie das Produkt verschmilzt.
auch Feuchtigkeit, also sehr feuchtigkeitsspendend, lang anhaltend feuchtigkeitsspendend. Und ihr wisst, ich bin kein Concealer-Freund gewesen, aber ich glaube, ich werde es jetzt. Oder Beauty Blender, könnt ihr auch machen. Ich bin wirklich, also Mann. Ein großes Lob für die Linie Age Perfect. Was mir viele oder einige Ladies aus Österreich geschrieben haben, die haben die Produkte noch gar nicht. Die kennen die noch gar nicht. Also nur durch YouTube oder durch die Werbung. Die gibt es noch nicht zu kaufen. Seht ihr, wie schnell sich das einarbeiten lässt? Die Augenpartie wird sehr schön aufgehellt. Also nehmt bitte nicht einen zu dunklen Concealer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich mit einem hautfarbenen Concealer auch noch die, wenn ihr so Rötungen habt, also wie ich hier in dem Falle, kann man das ja ein bisschen noch kaschieren. Seht ihr? Ist das weg. Hier. Da wäre jetzt dieser helle Concealer, den ich unter ein Auge aufgetragen habe, zu hell. So. Dann habt ihr eine leichte getönte Tagescreme. Eine schwebende Tagescreme aufgegeben. Und so kleine Makel, die man so hat, würde ich mit einem hautfarbenen Concealer einfach punktuell abdecken. Kommen wir nochmal zu dem Produkt. Hatte ich auch im letzten Video vorgestellt, dieser Lip Liner mit der Spitze. Also Fakt war, ich hatte ein defektes Produkt. Ich habe das zurückgebracht, ich habe gefragt beim DM, was ist denn jetzt los? Also kann man den anspitzen oder ist da eine Drehfunktion? Und er sagte, oh, der ist ja total kaputt, nehmen Sie einen neuen. Also man kann die anspitzen. Und mir haben auch einige geschrieben, dass man L'Oreal-Stifte, diese Lipline anspitzen kann. Ich hatte noch keinen, das ist mein erster von L'Oreal. Also das Teil ist jetzt in Ordnung. Ich habe mir zu dieser Farbe 639 noch den passenden Lippenstift gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das Modell Jane ist. Das ist ein Glowy Nude. Und diese Lippenstifte, viele fragten ja danach, die sind wirklich super pflegend, toll im Auftrag und sehr feuchtigkeitsspendend durch dieses Jojobaöl. Das ist ja dieser weiße Kern, den ihr da seht. Und ihr könnt vorher ein Lippenprodukt auftragen, aber eigentlich reicht das. Ihr habt genug Pflege mit diesem Stift und das ist dieses kein mattes und auch kein glänzendes Finish, das ist so ein Mittelding. Das ist einfach, das sieht einfach Bombe aus. So ein Lip Liner verhilft ja also dazu, dass der Lippenstift nicht so ausläuft, ne? Um die Kontur präzise schön nachzuzeichnen. Das ist ein sehr weicher Stift, was von Vorteil ist. Manche sind ja zu hart. Ich würde es empfehlen, gerade die Haut hier oben rum, die ist ja doch manchmal so ein bisschen leicht ölig, wenn man sich eingecremt hat mit so einem Blotting Paper, dass ihr vielleicht das nochmal so ein bisschen abtupft, um diese Partie fettfrei zu machen. Und jetzt kommt da zum Einsatz die Farbe 639. Geht wirklich ganz, ganz soft, ganz easy. Ja, das Lippenherz. Man kann natürlich auch die ganzen Lippen damit ausmalen, würde ich aber jetzt nicht tun. Und jetzt die passende Farbe dazu. Ich drehe sie mal nicht zu weit raus, dann lauft ihr Gefahr, dass der Stift, also dass es euch abbrechen kann, weil die sehr weich sind. Und wie immer, die L'Oreal-Produkte riechen gut, schmecken gut. So, damit kann man essen und trinken. Hält wunderbar, schmeckt fantastisch. Ist auch eine schöne Farbe, so ein Glowy Nude. Das andere war ja so mehr Pinkfarben. Ich habe noch ein bisschen, um den Teint so ein bisschen frischer zu machen, hatte ich noch mal den aufgetragen zwischendurch, ein klein bisschen, so einen kleinen Klecks, so halb erbsengroß, den Rosy Glow, auch von L'Oreal. Also mein Fazit jetzt zu diesen Age Perfect
Foundation und getönte Tagescreme-Produkten. Sie sind wirklich für eine reife Haut gedacht. Sie werben ja mit 50, 60 plus. Also die Ladies, die jetzt, also die Botschafterinnen auch für L'Oréal sind, die sind jetzt nicht 40, die sind 50 und aufwärts. Und ich bin ja, wie gesagt, dieser Bare Minerals-Fan und das ist für mich eine wunderbare Alternative, sowohl diese Radiant, diese Foundation, die ich im letzten Video euch gezeigt habe, als auch diese leichte, getönte Tagescreme für jeden Tag. Ihr könnt auch den Hals mitmachen, aber aufpassen, ihr habt es ja gesehen, es ist wirklich anfangs ein bisschen so rötlich, also nicht erschrecken. Ich habe mich am Anfang total erschrocken. Einfach gut verteilen mit den Fingern oder mit einem Beauty-Blender und ihr habt den ganzen Tag über ein No-Make-up-Make-up-Gefühl. Man hat wirklich, es ist ja auch kein Make-up drauf, es ist einfach eine pflegende, getönte Tagescreme mit Glowy-Effekt. So, und dazu den passenden Lippenstift, je nach Bedarf, wie ihr eure Lippen haben möchtet. Nudefarben, Pinkfarben, Rot, Bräunlich, da gibt es ja auch sehr, sehr viel Auswahl. Ich werde mich nochmal an diesen Manuka-Honig, an diese Serie wagen. Diese Pflegeserie für die Haut. Age Perfect, also für unser bestes Alter. Mal sehen, wie die sich so verhält auf der Haut. Aber das muss ich mehrere Tage probieren. Da reicht jetzt nicht einmal vor der Kamera. Ich habe das nur auf dem Handrücken in der Drogerie, probiert. Sorry. Und sie riecht sehr, sehr stark nach Honig irgendwie. Muss man mögen. Mag ja nicht jeder. Aber wenn es pflegend ist, why not? Mein Fazit. Ich kann es euch empfehlen, nahelegen. Ich habe davon nichts. Ich mache es aus freien Stücken, weil ich davon überzeugt bin. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, nee, Quatsch. Ich hab eine Bitte an euch. Ich habe jetzt mal wirklich eine Bitte an euch. Und zwar, den Kanal gibt es ja nun schon seit 1,5 Jahren. Und das ist ja so ein Best-Ager-Kanal. Und ich habe ja die Anzahl meiner Abonnenten, der wächst ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank an euch, auch an die neu dazugekommenen. Herzlich willkommen. Aber was ich richtig toll finden würde, wenn ihr meine Videos teilt. Man kann die also auf YouTube teilen, man kann die auf Facebook teilen, man kann die auf WhatsApp teilen. Das heißt, wenn ihr Freundinnen oder Bekannte habt, die auch im Best-Ager-Alter sind, ihr wisst, Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer die beste Werbung. Viele wissen gar nicht, dass es den Kanal gibt. Diese Ü50-Kanäle sind in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, dünn gesät. Da gibt es nicht viele und man wird gar nicht gefunden. Das ist das Problem. Man wird gar nicht so angezeigt, ja, weil dieser Algorithmus, den kein Mensch versteht und unzählige YouTuber versuchen zu erklären, also auch Fachleute, es ist ein merkwürdiger Algorithmus. Also wenn ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könntet, indem ihr einfach ein Video teilt, wäre ich euch sehr verbunden. In diesem Sinne sage ich Tschüss für heute. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.